standing play there, actually, which is a ridiculous match. Yeah, that's a great comeback from Killefish. Oh, no. Killefish are going to LA. Jo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Shops und ich bin hier draußen unterwegs mit meinen Hunden. Und weswegen ich das Video mache, es gibt ein paar neue Informationen zu ESWC 2014. Die Gruppen wurden ja bereits schon announced, jetzt gibt es auch einen Spielplan, worauf festgelegt wurde, wann alle Teams genau spielen werden. Den poste ich unten mit in die Beschreibung, den habe ich jetzt natürlich nicht hier auswendig im Kopf. Aber ich kann euch schon so viel verraten, wir spielen ja in der Gruppe 2 oder Gruppe B, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall in der zweiten Gruppe und wir spielen all unsere Spiele direkt am Donnerstag, am Mittwoch fliegen wir hin, am Donnerstag haben wir direkt alle Matches, das erste ist circa um 14 Uhr, so habe ich jetzt noch im Kopf, das zweite müsste irgendwann gegen 15:30 sein, das dritte um 17 Uhr. Ihr könnt es dann unten in der Beschreibung, wie gesagt, aus dem Link herauslesen. Natürlich sind da auch alle anderen Spiele, wenn ihr euch für andere Teams auch noch interessiert und die anschauen wollt. Würde uns natürlich mega, mega freuen, wenn ihr uns wieder supportet, wie auf den letzten Events. Das ist das letzte Call of Duty Ghost Event. Wir versuchen unser Bestmögliches zu erreichen. Und nach der ESWC geht es dann direkt los mit dem Call of Duty Advanced Warfare Grind, wo es dann auch ein paar erfreuliche News für euch geben wird. Wir werden zum Beispiel regelmäßig streamen und so weiter und so fort. So viel kann ich euch schon mal verraten. Dazu aber dann mehr, wenn es soweit ist. Und ansonsten, was kann ich euch noch erzählen? Am Mittwoch fliegen wir nach Paris, dann werden wir uns auch aus Paris wie gewohnt melden. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich eine gute Internetleitung im Hotel habe, beziehungsweise dass ich von der ESWC vielleicht irgendwie einen Wi-Fi-Code bekomme oder eine LAN-Station, dass ich halt einfach ein Internet habe. Und ansonsten, was kann ich euch noch erzählen, was gibt es noch zu erzählen? Es gibt eigentlich nicht allzu viel. Wir haben gut trainiert, wir sind eigentlich ganz gut vorbereitet, mal schauen, was wir da reißen können. Und wie gesagt, wir melden uns aus Paris. Bis dann, ciao, servus, euer Schatz.